Was sind Gesetze und wie werden sie gemacht? Kurz erklärt vom Jungen Landtag Hessen. Wie schön ist doch der Wald. Doch Tim und Thea werden beim Wandern gestört. Direkt auf dem Waldweg überholt sie eine Gruppe Mountainbiker. Das geht doch nicht. Dafür muss es doch Regeln, zum Beispiel ein Gesetz geben, findet Tim. Aber was ist ein Gesetz eigentlich? Landtagslöwe Leo klärt die beiden auf. Gesetze geben Rechte und Pflichten vor und regeln so das Zusammenleben der Menschen. Alle müssen sich an die Gesetze halten. Auch die Regierung darf sie nicht eigenmächtig verändern. Die Gerichte sind auch an die Gesetze gebunden und dürfen sie nicht eigenmächtig verändern. In Deutschland wird ein Teil der Gesetze von den Landesparlamenten bestimmt. Der Hessische Landtag verabschiedet unter anderem etwa Gesetze über die Polizei, das Schulwesen oder zur Gesundheit. Davon hat Thea schon gehört. Aber wie genau läuft das eigentlich ab? Zunächst greift eine Gruppe Abgeordneter oder die Landesregierung eine Idee ihrer Wählerinnen und Wähler auf. Dann formuliert sie einen Gesetzentwurf und prüft, welche Personen und wessen Interessen davon betroffen sein könnten. Häufig stehen sich hier unterschiedliche Meinungen gegenüber. Der Entwurf geht dann zum Landtagspräsidenten, der ihn an alle Abgeordneten des Landtags verteilt. Dann setzt er den Gesetzentwurf auf die Tagesordnung der nächsten Vollversammlung des Parlaments, dem Plenum. Dort wird der Entwurf vorgestellt. Das Plenum ist für Medien und die Öffentlichkeit zugänglich. Nach der ersten Lesung im Plenum geht der Gesetzentwurf in den Fachausschuss. Dort befragen Abgeordnete aller Fraktionen, Interessenvertreter und Experten, die etwas zu dem neuen Gesetz zu sagen haben. Das sammelt der Ausschuss, wertet es aus, wägt die Argumente ab und formuliert daraus eine Beschlussempfehlung für alle Abgeordneten. Der Gesetzentwurf wird dann noch einmal im Plenum besprochen. Hier wird das neue Gesetz heiß diskutiert. Und die Interessen aller Betroffenen werden noch einmal deutlich gemacht. Nach der Debatte ruft der Landtagspräsident alle Abgeordneten zur Abstimmung. Stimmt die Mehrheit zu, erklärt der Präsident den Gesetzentwurf zum Gesetz. Nun wird es veröffentlicht und gilt von da an für alle Hessen. Das war gar nicht so einfach. Aber Tim und Thea leuchtet ein, dass der Prozess der Gesetzgebung Zeit braucht, um alle Interessen zu berücksichtigen. So entsteht eine möglichst faire und zufriedene Gemeinschaft.